Kaffee hat eigentlich mehr als 800 verschiedene Aromen und Geschmäcker, mehr als Tee, und ist ein wundervolles Produkt. Ich bin Kaffeeröster und wir sind bei The Barn Coffee Roasters. Wir kümmern uns sehr stark um die Farmer, um die Bauern und behandeln die eigentlich wie Winzer. Vom Anbau über die Prozessierung, die Entfernung der Kirsche, das Trocknen, dann das Rösten natürlich hier bei uns. Und dann auch die Zubereitung ist sehr, sehr wichtig. Und wir kontrollieren eigentlich jeden Punkt in dieser Wertekette. Die Bohne ist ja grün, wenn sie zu uns kommt. Die wird dann in den oberen Teil eingeführt, in den Hopper. Wenn wir dann die richtige Temperatur in der Trommel haben, lassen wir die Bohne sozusagen fallen. Und dann geben wir eigentlich Gas und kreieren die perfekte Röstkurve für die jeweilige Bohne. Wir probieren jede Charge, die wir geröstet haben, und gießen die auf in kleinen Schalen. Und da können wir ganz klar bewerten den Körper, die Klarheit, die Säuren und die Geschmäcker. Diese Kaffeekultur auch wieder, das möchten wir zurückbringen, ja? Dass man in Ruhe seinen Kaffee trinkt, die Zeitung liest und vielleicht rüberblickt zu der hübschen Dame, die da vorne sitzt, und man flirtet mit jemandem, der im Raum ist und nicht im Internet. Ist das nicht toll?